Gibt es die AfD denn als gemeinsame Partei überhaupt, wo man sagen kann, was ihre Richtung ist? Ja, also unsere Richtung ist ganz klar. Unsere Richtung ist das Wahlprogramm. Unsere Richtung ist natürlich auch das Grundgesetz. Tino Chrupalla hat sich mit einem frechen Journalisten unterhalten. Das müssen Sie sehen. Herr Chrupalla war selbstbewusst wie immer und hat dem Journalisten erklärt, das Sozial- und Rechtssystem ist das, was wir brauchen. Wir haben eine völlig falsche Wahrnehmung. Wir werden uns das jetzt Stück für Stück ansehen und dann die Antworten von Herrn Chrupalla betrachten. Die Hauptfrage ist, wie wir gelernt haben. Zuerst gab es die AfD und die Grünen. Und wir werden feststellen, wie schlecht die Grünen wirklich sind, wie schlecht die Partei wirklich ist. Die Worte bleiben, die starken Begriffe, auch wie zum Beispiel, wer grün wählt, wählt den Krieg. So haben wir das gerade gehört. Ist das eine legitime Auseinandersetzung mit einem politischen Gegner, dem zu unterstellen, er sei quasi genauso gefährlich wie Wladimir Putin für die Ukraine? Nein, ich muss da Herrn Hülse absolut recht geben. Natürlich ist die Grüne Partei die gefährlichste Partei in diesem Land. Wir sehen ja, wie sie kriegstreiberisch hier in diesem Land agiert, wie sie uns in einen dritten Weltkrieg führen könnte. Ja, natürlich, mit einer Aufrüstung, die wir sehen. Und davor haben die Bürger Angst, auch mit der Deindustrialisierung, die diese Partei, im Übrigen diese grünen Voraussetzungen, die es in allen Parteien gibt, in CDU, SPD. Und das ist unsere Meinung dazu. Und das vertreten wir auch. Und das ist legitim, das ist Kritik. Und das hat nicht mit in irgendeiner Weise verfassungsfeindlich Äußerungen zu tun. Also bitte erklären Sie mir, was daran verfassungsfeindlich sind, wenn ich eine politische Partei kritisiere. Und ich sage das nochmal explizit. Ja. Wir kritisieren als Opposition die Regierung, nicht den Staat. Den delegitimieren wir nicht. Gut, der Verfassungsschutz sieht das anders. Wir werden heute auch nochmal hören, mit welchen Argumenten. Sie haben Ihre dargelegt und sagen, diese Sprache sei durchaus angemessen. Ich danke für das Gespräch heute Morgen und für den Besuch, Tino Chrupalla. Weiter geht's jetzt mit euch in Köln. Schauen wir uns diesen Artikel an. Die Grüne Partei macht keinen Sinn. Vor allem vor dem Hintergrund der AfD-Partei. Doch wir alle erinnern uns daran, wie sie in den Medien dargestellt wird und erinnern uns an Habeck und seine Ideen. Die Grünen sind die Partei des Krieges und ihre Kriegstreiber. Wir können die Doppelmoral dieser beiden Parteien sehen. Die Bundesregierung will ihre humanitäre Hilfe für die Ukraine aufstocken. Sie soll um 100 Millionen auf 1 Milliarde Euro steigen. Am zweiten Tag ihres Ukraine-Besuchs hat Außenministerin Annalena Baerbock angekündigt, dass die Bundesregierung die humanitäre Hilfe für die Ukraine um weitere 100 Millionen Euro aufstocken wird. Damit unterstützt Deutschland die Zivilbevölkerung mit insgesamt 1 Milliarde Euro. Mit dem Geld solle die Widerstandskraft der Ukrainerinnen und Ukrainer im Kampf gegen die russischen Invasoren gestärkt werden, sagte Baerbock in Mykolajiw, einer ukrainischen Stadt nahe der Front. Und hier sehen wir, dass Frau Baerbock immer wieder die Ukraine mit unserem Geld versorgen will und Waffenlieferungen sind eine andere Sache. Frau Zimmermann ist die treibende Kraft hinter den Waffenlieferungen. Kaum hat Bundeskanzler Olaf Scholz begründet, warum er keine Taurus-Marschflugkörper in die Ukraine liefern will, hagelt es auch schon Kritik, nicht nur aus der Opposition, sondern auch von den anderen Ampelparteien. Besonders empört zeigt sich FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Gott sei Dank war Scholz so vernünftig, sie abzulehnen. Dann schauen wir uns die Statistiken an. Hier sehen wir gelbe und blaue Linien. Gelb ist die Produktion, blau sind die Aufträge und ganz am Ende steht 2015. Und seitdem haben wir einen Aufschwung erlebt und dann ist die Ampel an die Macht gekommen und schauen Sie, was seitdem passiert ist. Es ist nicht nur der Krieg zwischen Russland und der Ukraine, der hier schuld ist, sondern auch die Regierung selbst, dank derer das Land zerstört wird. Schauen wir uns die Angriffe des Journalisten an und wie geschickt Tino Chrupalla ihnen ausweicht. In Hilse gehört von der letzten Woche, der spricht im Bundestag von Vernichtung des eigenen Volkes. Die Grünen, ja, Moment, die Grünen, Moment. Also von Vernichtung des eigenen Volkes, so hat er das nicht gesagt. Aber den Ausschnitt, ich diesen Ausschnitt jetzt nochmal nachzitieren möchte, dann hat er das eben so nicht gesagt. Gut, wie hat das gesagt? Aber nicht so. Okay. Wir können das gerne nochmal einspielen, aber die Zeit werden wir jetzt nicht haben. Gut. Also nochmal, ich denke, das ist in der Form natürlich durchaus auch in Form dieser politischen Debatte, die wir aktuell führen. Und wenn ich von Vernichtung spreche, dann kann ich sehr wohl davon sprechen, dass es eine Vernichtung
aktuell des Mittelstandes der Industrie in Deutschland gibt. Und die gibt es ja, wenn ich die wirtschaftlichen Probleme in diesem Land sehe. Wenn ich dieses GEG-Gesetz sehe, dann muss man sich fragen, was sind denn hier wirklich extreme Positionen? Und die nimmt aktuell nämlich die Regierung ein. Wenn ich die Inflation sehe, wenn ich den Wirtschaftskrieg nehme, das sind Punkte, die von der Regierung ausgehen, die wir als Opposition kritisieren. Und dafür sind wir im Übrigen da. Ich habe mir einmal die statistischen Zahlen angeschaut. Und es ist von diesem Jahr, dass die Insolvenzen begonnen haben und die Regierung ist dafür verantwortlich. Hier ist der Februar 26,226. Tu mehr Insolvenzen im Vergleich zum Januar 2023 12,3 mehr. Im Dezember 2023 als im Vormonat. Und wenn wir hier und im November, wir sehen, dass immer mehr Unternehmen gezwungen sind, Konkurs anzumelden. Und hier können wir sagen, dass alles zerstört wird. Ist das eine absichtliche Aktion? Was denken Sie? Der Journalist wollte die Dinge immer umdrehen. Lassen Sie uns Ihnen weiter zuhören. In der AfD, das wissen Sie ja auch, also einflussreicher Parteichef in Thüringen mit einem guten Netzwerk in die Partei hinein. Sie sind der Vorsitzende. Man hört immer wieder, das sind Einzelfälle, das müssen Sie den fragen, das müssen Sie diesen Abgeordneten fragen, das hat er selbstverantwortlich gemacht. Gibt es die AfD denn als gemeinsame Partei überhaupt, wo man sagen kann, was ihre Richtung ist? Ja, also unsere Richtung ist ganz klar. Unsere Richtung ist das Wahlprogramm. Unsere Richtung ist natürlich auch das Grundgesetz. Und dem sind wir verpflichtet. Und wenn Sie unser Partei- und auch Wahlprogramm lesen, dann werden Sie in keinster Weise in irgendeiner Form extremistische Anklänge finden. Also von daher ist das unsere Leitplanke und sämtliche Überschreitungen, die es mal in der Vergangenheit gegeben hat. Und ich denke, da hat auch eine gewisse Disziplinierung bei uns stattgefunden. Die sind wir auch nachgegangen und haben wir natürlich auch bei uns geklärt innerhalb der Partei. Der Verfassungsschutz, den Bericht werden wir ja noch abwarten müssen, der ist ja noch nicht veröffentlicht, aber der hat in der Begründung für das Gerichtsverfahren, was er in erster Instanz ja gewonnen hat, dass er sie beobachten darf, angeführt, dass es nicht nur um das Programm geht, sondern auch um eine Summe von sehr vielen radikalen Äußerungen aus den Parteigliederungen, auch von Abgeordneten. Es ist eine wirklich dumme Frage für einen Journalisten, zu fragen, ob die AfD überhaupt in irgendeiner Form existiert. Es ist eine wirklich dumme Frage für einen Journalisten, zu fragen, ob die AfD überhaupt in irgendeiner Form existiert. 33,3% würden die AfD wählen. Das ist ein Drittel der Bevölkerung. Es ist dumm, dass der Journalist die Tatsache in Frage stellt, dass die AfD überhaupt einen Wert hat, dass die AfD irgendeinen Wert hat. Aber Chrupalla ist ruhig geblieben und hat ihm alles inhaltlich erklärt. Wir sehen das Grundsatzprogramm der AfD und da ist der erste Punkt und das ist der wichtigste. Der Bundestag hat die AfD abgelehnt. Die Partei ist dafür, eine Volksabstimmung einzuführen. Dann hätten wir das Recht, darüber abzustimmen, ob wir wirklich unser Steuergeld für diese Politik von Habeck, Waffen für die Ukraine ausgeben wollen. Das wäre eine echte Demokratie. Was meinen Sie dazu? Ich bin gespannt, was ihr denkt. Bis zum nächsten Video.